Wien wächst derzeit jährlich um über 40.000 Menschen, vergleichbar mit Wiener Neustadt. Die Arbeitslosenrate steigt gleichzeitig auf über 13%. Wie neue Arbeitsplätze geschaffen werden können, darüber machen sich Experten auf Einladung der 3420 Aspern Development AG im Rahmen der Alpbacher Wirtschaftsgespräche Gedanken. Ihr zentraler Lösungsansatz: die Reurbanisierung der Produktion. Wir werden auch viele kleine Unternehmen, viele Start-ups, viele produzierende Unternehmen wieder in der Stadt haben. Davon gehe ich in der Tat aus. Ja. Das wird aber nicht die große Industrie sein, sondern das wird ein anderer Typus von Unternehmen sein und Unternehmern, die sich möglicherweise auch anders organisieren. Ja. Vielleicht andere Finanzierungsmodelle, Gesellschaftsmodelle. Das wird sich, glaube ich, sehr verändern. Ja. Ein Best-Practice-Beispiel liefert die Manner AG, die die beengte Produktion nicht aus der dicht verbauten Stadt auf die grüne Wiese verlegt hat, sondern ganz neue Wege gegangen ist. Zusätzlicher Nutzen: mit der Abwärme der Fabrik werden mittlerweile sogar 600 Wiener Wohnungen beheizt. Natürlich, sag ich mal, wir waren in der Stadt auf unserem jetzigen Standort räumlich begrenzt. Wir konnten uns nicht ausweiten. Das, was wir konnten in die Höhe gehen. Das heißt, wir haben jetzt eine vertikale Produktion. Wir beginnen mit den Produktionsschritten oben im Dachgeschoss. Und mit jedem Stockwerkswechsel ändern wir den Produktionsschritt. Und damit haben wir eigentlich eine normale große Halle über viele, viele Meter eigentlich in die Höhe gedreht. Und das ist an sich die vertikale Produktion. Und haben damit auch eine optimale Ausnutzung der Fläche. Auch in der Seestadt Wien werden erfolgreich Produktionsbetriebe wie das Hightech-Unternehmen Hörbiger angesiedelt. Die Suche nach weiteren Firmen wird weiter intensiviert. Indem wir einfach ganz aktiv auf die Suche gehen, ja, und mit der Wirtschaftsagentur gemeinsam, aber durchaus auch mit Projektentwicklern herausfinden, welche Betriebe haben Bedarf zu übersiedeln, wollen ausbauen oder wollen irgendwelche Themen ausgliedern und suchen eine Umgebung, in der sie sich irgendwie wechselseitig befruchten können. Ja. Für die Ansiedlung von Klein- und Handelsbetrieben bietet die Stadt der Zukunft erstmals eine gemanagte Einkaufsstraße an. Doch auch das Handwerk soll in den Megacities 2050 eine neue Hochblüte erleben. Dass sich das Handwerk im Moment, also schon immer, ich sage mal seit Jahrhunderten, hat es sich immer wieder neu erfunden, hat eben auch deshalb eine hohe Faszination, auch gerade für junge, gut ausgebildete Menschen, nicht nur aus dem Handwerk, weil es nämlich ein Typus von Arbeit ist, der eine Quelle von Selbstermächtigung, von Sinn und guter Arbeit ist. Also wir hatten einen Förderwettbewerb ausgeschrieben, der nennt sich auf Neudeutsch Crafted in Vienna. Und da zielen wir genau auf das traditionelle Handwerk. Allerdings nicht nur auf das Handwerk, sondern an die Schnittstelle zwischen diesem traditionellen Handwerk und der Kreativwirtschaft. Weil wir glauben, dass da sehr viele Möglichkeiten der Kooperation bestehen, die heute noch nicht genutzt werden können und die in Zukunft durchaus wertschöpfend sein könnten. Die Alpbacher Expertenrunde mit dem ehemaligen WIFO-Chef Karl Eiginger ist sich einig. Die weltweiten Klimaziele lassen sich nur durch ein Näherrücken von Arbeitswelt und Wohnwelt erreichen. Dekarbonisierung 2015 ist nicht nur eine Verpflichtung, sondern auch eine Chance. Der Wohlstand unserer Gesellschaft kann sich nicht mehr durch Wirtschaftswachstum, sondern nur durch steigende Lebensqualität definieren. Nur wer diesen Transformationsprozess rechtzeitig startet, wird auch die Arbeitsplätze der Zukunft anbieten können.